Moin Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich euch die beste Alternative zu diesem Duft vorstellen. Ihr kennt ja Sauvage Elixir. Ist ja wahnsinnig gut eingeschlagen, hat mich gewundert. Für mich eins der besten Releases der letzten Jahre, weil ihr habt ja natürlich die DNA vom Original Sauvage drin, aber dann die Lakritze und das Würzige macht diesen Duft wirklich sehr interessant und hat auch so eine leichte Oldschool, so einen Oldschool-Touch. Nicht Opa, wie viele meinen, sondern Oldschool-Touch einfach. Und das ist wirklich nice, muss ich sagen. Und kostet allerdings auch etwas für 60 ml. Ja, und jetzt möchte ich euch heute mal den besten Dupe vorstellen. Aber bevor ich das mache, bleibt einfach hier, wenn ihr neu hier seid, drückt die Glocke und abonniert meinen Kanal. Das würde mich natürlich freuen. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Talk aus Hamburg. Ja, und nun schaut euch das hier mal an. Salvo Elixir. Klar, der Flakon ist jetzt nicht so gut geworden wie beim Original. Hier haben wir einfach den normalen Flakon wie bei Dior Sauvage, nur dass hier sehr viel Glas unten ist, weil es eben auch nur 60 ml sind, so wie hier. Und der kommt natürlich von Mason Alhambra und wir wissen, dass dieser oder diese Brand die Untermarke von Latafa extrem, ja, Düfte schon nachmacht. Und und ich habe den Vergleich den ganzen Tag getestet. Und was soll ich sagen? Ich muss eins dazu sagen noch, gleich vorweg. Das wird auch vielen interessieren. Azad ist ja auch einer, der in diese Richtung geht. Aber nicht zu vergleichen mit diesem Duft. Und dazu kommen wir gleich. Warum? Weil dieser Duft hier, der Salvo Elixir, genau 99%, also in der Luft oder so beim ersten Sprüher, wirklich 99%, Dior Sauvage Elixir. Vielleicht auf der Haut minimal mehr sportliche Frische. Minimal. So. Extrem stark in der ersten Stunde. Wirklich. Die ersten anderthalb Stunden sind wirklich stark. Und dann fällt er ein bisschen runter. Das ist das Problem, weil der hält hier 12 Stunden. Bei mir jedenfalls. Der ist wirklich stark. Allerdings ist das auch wieder ein Duft, den man nach einer gewissen Zeit nicht wahrnimmt. Da wird man nasenblind. Und dann kommt er aber ab und zu rüber. Aber andere Leute nehmen diesen Duft echt gut wahr. So. Auch hier kann das Problem sein. Allerdings muss ich sagen, der einzige Nachteil wirklich an diesem Duft ist, dass er hinten runterfällt und nicht mehr so viel Dampf dann hat, sondern eher hautnah wird nach 2,5 Stunden. Das Ding ist aber trotzdem, dass man ihn wahrnimmt. Das wurde mir jetzt gesagt. Er ist einfach im Raum und es ist schon wirklich pervers, wie dicht er ist. Das ist fast das Original, was ihr hier eben nicht habt. Weil viele sagen, habe ich gelesen, wenn ich den habe, brauche ich den noch. Im Endeffekt ja, weil hier ist Lakritz drin, auch. Wie beim Original hier nicht. Hier ist aber noch Kakao etc. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Und er ist doch, ich werde ihn jetzt mal sprühen, den habe ich jetzt nicht verglichen. Aber ich weiß das so, weil ich ihn in den Kopf habe hier. Der ist gut, ne? Ja, kann man aber nicht vergleichen. Nein, die Frische fehlt. Hier ist einfach noch ein bisschen diese Süßeren durch den Kakao da. Hier habt ihr das Original wie beim Sauvage, eben Salvo Elixir, 60 ml, 19 Euro. So, natürlich Haltbarkeit, kommt er nicht am Original ran. Nun könnte man aber sagen, wieder für die Leute, die nicht so viel Geld haben, nicht so viel Geld ausgeben wollen oder einfach nur für zu Hause zum Raufballern, reicht das definitiv. Aber natürlich, er hält trotzdem auf der Haut, habe ich ihn nach 8-9 Stunden noch gerochen. Also, jetzt kommen wir wieder dazu. Ich möchte da nicht so viel wieder reinsülzen, ihr wisst. Aber wenn man jeden Tag Düfte benutzt, dann wird man irgendwann nasenblind. Die Nase, die kennt nichts anderes. Jedes Mal, nach 20 Minuten ist bei manchen Düften Schluss. So, natürlich gibt es, dann könnte man jetzt fragen, aber warum ist es bei den Duft nicht? Bei zum Beispiel Marc Gebe aus Air Tiger. Ja, weil das ein pervers extrem starker Duft schon ist. Da funktioniert das wirklich nicht so. Aber auch das kannst du ja mal vergleichen. Oder den Air Tiger kannst du ja mal vergleichen, wenn du mal 3 Monate nichts mehr benutzt und danach mal wieder einen Duft aufsprichst. Dann wirst du einfach den Unterschied merken. Deswegen nicht gleich verzweifeln und nochmal so und so nicht. Manche Leute erwarten einfach zu viel für 20 Euro. So, und dafür sind die schon wirklich gut. Es ist Glas hier, jetzt kommt's. Magnetverschluss und ja,
Kommt er dir bekannt vor, außer dass nicht CD da oben steht, aber ganz ehrlich. Ach ja, also ganz ehrlich, wenn ihr auch ein guter Sprüh, ihr habt es gesehen, ne? Ich kann jetzt auch das Original sprühen, ich mache das jetzt alles mal für euch. So, Original, natürlich Sprühnebel. Und in Dior wissen wir und weiß ich von Haus aus, hat einfach einen sehr, sehr guten Sprüher. So, Nachbau. Hat aber trotzdem sehr guten Sprüher, weil er sprüht, na, nicht so fein, aber schon. Ja, hier ist, jetzt habe ich den Vergleich nochmal in der Luft. Auf jeden Fall ist er ein bisschen tiefer noch, smoother. Hier habt ihr ein bisschen mehr Frische schon und vielleicht bin ich der Meinung auch ein bisschen mehr Lakritze. Aber sonst, also Lavendel, ich kann mal nachgucken. Jetzt wirklich, weil bei denen kann ich nicht den Kopf so haben jetzt, weil der ist auch nicht überall gelistet. Vanille, Lavendel, Amber, Vetiver, Lakritze, Patchouli. So. Das ist hier drin. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, warte mal, ist hier noch mehr drin? Nee, das ist nur der Duftname. Ja, also hier habt ihr, wie gesagt, Lavendel auch drin. Ihr merkt das einfach. Ne? Das Einzige, glaube ich, was hier fehlt, es ist kein Kardamom, es ist kein Muskat. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zum Original, dass man hier noch ein bisschen Muskat vielleicht, aber das ist 1%, 2%. Sonst ist das wirklich sehr nice. Also nochmal. Braucht ihr den Zaiwa Elixir, wenn ihr den Azad habt von Latafa? Sage ich ja. Braucht ihr den günstigen, wenn ihr den habt? Nein, natürlich nicht. Aber wenn ihr rumsprühen wollt und einfach zu Hause oder auch den benutzen wollt, dann ja. Für Leute, die hier kein Geld für haben, weil ich glaube 140 Euro, natürlich gibt es ja, ich nehme immer normale Preise, ne? Nicht die runtergesetzt, das macht keinen Sinn, weil jeder anders runtersetzt. Aber ich glaube 140 Euro, das ist eine, oder 120 Kala, ist eine Hausnummer, ne? Und ja, 20 Euro. Qualität, wer gewinnt? Ja, das Original gewinnt insgesamt, weil es ein bisschen runder, tiefer und länger hält. So, und besser, was das angeht, ausstatt. Aber die erste Stunde, anderthalb Stunden, vielleicht auch zwei Stunden, wirklich gut. Und nochmal, 20 Euro. Es ist wieder von Maison Alhambra eine, oder ein Zwilling, ein Dupe, ein Nachbau, whatever, wirklich von allerfeinsten. Und ja, mal sehen, wie lange das erlaubt ist. Man kann ja, glaube ich, den Duft nachbauen, das ist da, das ist erlaubt, da kann keiner was gegen machen. Aber ich glaube, mit den Flakons müssen sie aufpassen, das kennen wir ja von den Tom Ford Nachbauen. Und mal sehen, wie lange das denn, also es ist schon hardcore. So, aber man merkt eben nicht die Qualität, also er ist nicht synthetisch, das ist wirklich gute Qualität, aber hinten raus ist das Original stärker. So, aber nochmal, könnt ihr das verschmerzen? Und wie gesagt, nach 5-6 Stunden, es riechen Leute, das ist ja das Ding. Ne? Ihr müsst das nur für euch selber, aber nochmal, das Original nimmt man auch nicht immer wahr. Ich möchte jetzt nicht, also nochmal, Original geht immer vor, sage, das ist so, das mache ich. Ich habe immer das Original. Nur, ich stelle euch natürlich sehr gerne die vor. Und mich reizt es eben auch mal, weil es ist schon hardcore. So, und nochmal, die Araber, wie machen das? Wer weiß, was da alles kommt. Ihr kennt das beim Fußball, oder Leute, die sich mit Fußball auskennen und so weiter. Ob man das gut findet oder nicht, ist, sei mal dahingestellt. Aber ich weiß nicht, warum. Man könnte mal überlegen, warum machen die das? Vielleicht sagen sie, ja, guck mal hier, ganz ehrlich, okay, wir haben vielleicht nicht immer die Haltbarkeit, aber wir machen für 20 Euro was. Haben dieselbe OVP und manchmal sogar eine bessere OVP. So, oder sie sagen sich einfach, okay, wir stehen immer für teuer Luxus, jetzt machen wir auch mal was für andere, die nicht so viel Geld haben. Ist eine gute Idee im Endeffekt. So, man kann ja philosophieren, ob man was einen Nachbau haben will oder keinen Nachbau haben will. Das ist ja egal, aber wie gesagt, in meinem Fall stelle ich euch den jetzt vor und ich kann nur sagen, das ist wirklich sehr gut. Also für einen Nachbau ist das eine 10 von 10 Punkten. Das muss dahingestellt, das ist einfach Fakt. Was soll ich anders sagen? Das ist wirklich gut. Der Flakon, natürlich, der wurde jetzt nicht nachgemacht, der wurde jetzt dem Original eher angepasst. Das ist der Sauvage Elixir, das Original. Aber nochmal, wer weiß, was alles kommt, es ist schon wirklich geil. Ja, schreibt mal runter, kennt ihr diese Version schon? Und nochmal, das hier, der ist gut. Der ist wirklich gut, aber es ist wirklich in dem Fall kein direkter Nachbau, so wie der neue hier jetzt. Und den nimmt man wirklich nicht so lange wahr. Der ist zwar auch stark, der ist auch wirklich lange dabei, aber den als, also selber nimmt man den manchmal ganz kurz nur wahr. Und das ist natürlich dann ein bisschen schade. Aber, sorry, das hat auch nichts mit Dupes
zu tun. Wie gesagt, für die Neuen, ich habe viele Neue, die immer hier sind, die erst vor kurzem in die Parfümwelt gekommen sind, auch die Neuen haben das Problem. Wenn ihr immer Düfte riecht, wenn ihr jeden Tag euch einsprüht, wird die Nase irgendwann immer sagen, okay, ihr riecht jetzt ein bisschen weniger, ich mach dich, das ist einfach so. So, fragt mal einen, der nicht so oft Parfüm riecht, denn zeigt dir mal den Nachbar und das Original. Da wird was ganz anderes bei rumkommen, was ganz anderes bei rumkommen. So Leute, das war's. Der neue Maison Alhambra, Nachbar von Dior, Sauvage Elixir Star. Testet ihn, holt ihn, 20 Euro, kostet nicht viel. Und schreibt mir runter, wenn ihr ihn kennt, was haltet ihr davon? Und sonst, denn ja, kommt gut durch den Abend noch und dann bis zum nächsten Mal.